Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir aus einer Kiste rausbekommen können. Und zwar habe ich das schon einmal im Inventar. Das ist einmal die tiefgrüne Flatterlibelle. Und wo kriegen wir die her? Naja, wir können die einmal aus einem Expeditionspaket rausbekommen. Und zwar schauen wir jetzt, hier haben wir Expeditionsspäherpaket, heißt das Ganze. Und aus diesen können wir die rausbekommen, aber erst, wenn wir eine Voraussetzung erfüllt haben. Wir müssen nämlich auf maximaler Ruhmstufe bei der Drachenschuppen-Expedition sein. Bei der gibt es ja schon zwei andere von den Libellen und die können wir uns einmal angucken. Flatterlibelle, und zwar haben wir ja die Azur-Flatterlibelle und die gezähmte Flatterlibelle. Und diese beiden hatte ich euch in dem Video schon gezeigt. Die gibt es, sobald ihr auf Ruhm 25 seid, einfach eine durch eine Quest und eine andere dementsprechend über einen Händler. Und ja, sobald wir quasi das schon erledigt haben und da auf Ruhm 25 sind, können wir halt die dritte aus diesen Paketen kriegen. Die brauchen wir ja sowieso, um den Ruhm hochzufahren, denn über diese Marken hier, über Dracheninsel-Artefakt, können wir ja quasi endlos Ruhmstufen bei den Drachenschuppen-Expeditionen grinden. Ich zeige euch jetzt mal einen Spot, wo ihr das ganz gut farmen könnt. Ihr könnt diese Expeditionspakete überall bekommen. Also ihr müsst es jetzt nicht hier machen, ihr könnt es auf der kompletten Dracheninsel quasi farmen. Ich bin jetzt hier an einem Spot, wo relativ viele Kisten beieinander sind. Ich bin jetzt hier einmal im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 66, 12. Und hier seht ihr, wir haben schon 1, 2, 3, 4 Spots. Das ist auch teilweise bewegte Erde, ja. Also es sind nicht nur diese Pakete. Aber wenn ihr vielleicht den Ruhm auch noch hochfarmen wollt, ist das eine ideale Sache. Und ich zeige euch, es gibt hier auch Kisten, wie zum Beispiel Vorratsdepot des Eisschlunds, die ihr nicht auf der Map seht. Ne? Also zum Beispiel hier oben haben wir eine, die ist nicht auf der Map eingezeichnet und die müsst ihr einfach wissen, wo die liegen, um dementsprechend, wenn ihr jetzt noch Ruhmstufen braucht, auch diese Dracheninsel-Artefakte zu bekommen. Also jetzt haben wir zum Beispiel hier eine, das können wir aufmachen und ihr seht, da ist so ein Artefakt drin für ein bisschen Ruhmstufe. Dann haben wir hier theoretisch, da haben wir bewegte Erde, haben wir schon das zweite. Dann fliegen wir einmal hier ein bisschen rüber. Haben wir hier, da ist glaube ich noch ein bisschen bewegte Erde, wo haben wir es? Was ganz interessant ist, wenn man in der Nähe von den Dingern ist und sie nicht genau sieht, manche Sachen sieht man ja ein bisschen schlecht, kann man auch einfach seinen Key drücken für, da haben wir sogar so ein Expeditionspaket, das können wir noch aufmachen, haben wir schon das dritte. Dann da hinten, seht ihr, sind nochmal zwei, die sind dann einmal in der Höhle drin. Übrigens, für diese bewegte Erde braucht ihr eine Schaufel, die könnt ihr bei diesem Expeditionslager direkt vom Händler kaufen. Oder ihr holt euch die Schmiedeschaufeln, die habe ich hier schon im Inventar. Robuste Expeditionsschaufel, die kann Schmied herstellen und da habt ihr dann quasi 20 Aufladungen, nicht nur 5 wie bei der Fraktion. Hier haben wir dann nochmal Expeditionspaket, also da wo auch das Mount rausdroppen kann. Heißt, hier gibt es die Pakete, wo ihr das Mount kriegen könnt, aber auch viele andere Spots, wenn ihr denn noch den Ruf farmen wollt. Und jetzt haben wir halt einfach schon wieder 5 von den Teilen zusammengefarmt. Und ja, hier könnt ihr dann theoretisch auch hoppen. Heißt, ihr geht dann einfach in Gruppen rein, hier mal zu blauen Gebirge und springt dann von Gruppe zu Gruppe, geht aus der Gruppe raus und lootet dann quasi in dem nächsten, auf dem nächsten Server wieder diese ganzen Kisten ab. Die sind natürlich nicht immer alle da, aber hier ist ein Spot, wo relativ viele an einem Spot sind. Das gibt natürlich auch viele andere Spots, wo das geht, aber das ist einer, den ich jetzt benutzt habe, der ist relativ gut für das Ganze. Jetzt schauen wir uns einmal das Mount an. Die anderen beiden hatte ich euch schon gezeigt. Die anderen Flatterlibelle. Und jetzt haben wir noch die tiefgrüne. Und die sehen eigentlich sehr cool aus. Die können übrigens auch fliegen. Habe ich im anderen Video ja ausprobiert. Die sind auch ziemlich groß, wie ihr seht. Und haben auch ein ganz cooles Mount-Special. Macht auf jeden Fall was her. Und die Fluganimation ist sehr witzig. Also, wer die nicht gesehen hat, vielleicht auch nochmal ins andere Video reinschauen, da habe ich das schon einmal gezeigt gehabt. Ja, das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Vielleicht noch ein paar kleine andere Tipps. Ich habe es zwar jetzt in dem einen oder anderen Video schon erwähnt gehabt, wie ihr den Ruf am effizientesten hochhaut bei den Drachenschuppen-Expeditionen. Diese Kisten könnt ihr endlos farmen. Diese Artefakte bringen jeweils 15 Ruf bei der Fraktion. Ihr könnt aber auch viele andere Sachen machen, zum Beispiel wie bei allen Fraktionen in den ganzen Gebieten die Main-Quest-Reihe und die Side-Quests spielen. Da ist All the Things immer auch eine schöne Sache, die ihr benutzen könnt als Add-on, um diese zu tracken, die Side-Quests. Dann natürlich die World-Quests alle mitzunehmen.
Bei der Drachenschuppen-Expedition gibt es auch noch zwei Weekly-Quests, die ihr immer mitmachen könnt pro Woche. Und es gibt in Tal'Drassus einige Weekly-Quests wie PvP- und Dungeon-Quests, die ihr annehmen könnt, wo ihr dann verschiedene Room-Tokens auswählen könnt. Und die könnt ihr unter anderem auch in die Drachenschuppen-Expedition reinknallen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch eine Weekly-Quest, wo ihr 3000 Ruf farmen müsst. Und dann gibt es nochmal 500 Ruhm für jede Fraktion. Heißt, es gibt einige Möglichkeiten. Oder ihr geht komplett steil und farmt hier stundenlang an verschiedenen Spots diese Artefakte und gebt die alle ab. Dann könnt ihr natürlich das auch in wenigen Tagen exzessiven Farmen komplett hochbasteln. Das waren soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Übrigens, ich habe das Mount hier nach, glaube ich, 15 oder 16 Kisten rausgezogen, nachdem ich 25 war. Also es ging relativ schnell. Von Kollegen habe ich gehört, die haben teilweise 100 Dinger nochmal aufgemacht. Bei mir ging es ziemlich zügig, nachdem ich auf 25 gekommen bin. Ist aber eine Glückssache. Ich drücke euch da einfach die Daumen, dass ihr es auch schnell rauskriegt. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.